Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines an diesem wunderschönen, was haben wir jetzt eigentlich, Dienstag oder Mittwoch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin durch meine ganzen Spät- und Nachtschichten so verwirrt, dass ich gar nicht mehr sagen kann, welcher Tag heute ist, gerade aus dem Kopf. Egal, kommt schon mal vor. Ich weiß auf jeden Fall, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen Spiel in unserem kleinen, wunderschönen Nochdorf. Aber herzlich willkommen auch zurück zu... Und deswegen habe ich ja auch diese Folge angefangen, denn darum soll sich jetzt erstmal unser erstes Augenmerk dieser Folge legen. Denn wir haben ja, wie vielleicht schon aufgefallen, übrigens ein sehr geringes Anteil an Gewerbegebiet, weshalb ich jetzt hier mal ganz kurz, Entschuldigung, das wieder weg und das wieder dahin mache. Das ist ein Gewerbegebiet, ne? Genau. Also, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, guckt euch das an. Das sieht mega hässlich aus mit diesem Fluss, dieser Verseuchung, die wir da produzieren. Und weil das so furchtbar scheiße aussieht, möchte ich eben anmerken, dass wir diese beiden Abwasserendrohre, wie sie ja jetzt so schön heißen, ganz schnell mal durch so einen wunderschönen Clariffa entlasten werden wollen. Und zwar durch diesen großen natürlich. Entschuldigung für das Rülpsen gerade. Aber ich möchte den natürlich selbstverständlich jetzt hier hinbauen, wo diese wunderschönen Mülldeponien sind. Der macht natürlich Krach ohne Ende, das ist uns aber egal, weil... Der stört uns ja nicht großartig. 3.500 Euro kostet uns der ganze Spaß pro Teil, sag ich jetzt mal. Und dann wird jetzt mal ganz kurz hier wieder dran angeschlossen. Und ich hoffe mal, dass unsere Abwasserklärung, wenn ich jetzt hier die beiden Teile abreiße, damit trotzdem klarkommt, ne? Also Abwasserklärung, klar, hält noch Stand und dann kommt noch eins davon weg. Dann wird es so langsam aber sicher schon kritisch. Jetzt sind wir schon im Minus, was die Abwasserklärung angeht. Aber dann könnte ich mir hier mal kurz dieses Stückchen Leitung sparen. Dann kommt das Stromding hier weg. Das wird natürlich auch abgerissen. Und dann müssen wir natürlich nochmal sagen, bauen wir noch so einen großen. Ich meine, 3.500 Euro sollten wir relativ fix zusammenkriegen. Auch wenn wir mit der Abwasserklärung jetzt natürlich ein Problem kriegen. Gib mir mal 3.500. Wir brauchen natürlich ein bisschen mehr Klärwerksteile, als wir jetzt einfach nur ein Abwasserendrohr bräuchten. Und warum zum Teufel sind wir schon wieder im Minus? Was mache ich denn jetzt hier schon wieder? Das ist doch nervig. Ich will nicht schon wieder ins Minus rutschen. Warum? Was ist denn jetzt hier wieder so teuer gewesen? Dass ich die Teile abgerissen habe? Was haben die denn für Betriebskosten hier? 240, toll. Was hat so ein Abwasserendrohr als Betriebskosten? Ich meine, das kann es nicht sein. Jetzt mal ganz im Ernst. Da, Abwasserendrohr. Betriebskosten. 240, ja, genauso viel. Also, was zum Teufel verursacht jetzt gerade wieder diese Riesenkostenexplosion in unserer Stadt? Ich weiß es nicht. Also, wir haben jetzt wieder einen Riesen-Minus. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Ich mache das jetzt mal ganz einfach. Wir machen wieder 14, 14 und 14% Steuern. Ich muss jetzt wieder diesem Minus ganz klar entgegenwirken, sonst haben wir ein großes Problem. Ist klar, das Minus muss ganz dringend... geringer werden, viel, viel mehr Plus, viel, viel mehr Plus, viel, viel, viel mehr Plus. Den Leuten werden die Steuern gleich zum Halse rausrennen, das weiß ich, aber ich muss natürlich auch zusehen, die Leute sind ein bisschen krank, klar, das liegt jetzt einfach daran, dass das Abwasser hier nicht rauskommt. Wir brauchen 3.500 Euro für die Abwasserentsorgung, deswegen habe ich jetzt diese Steuereinnahmen, deswegen explodiert jetzt hier unser Kostenapparat gerade für die Leute, die jetzt hier gerade momentan wohnen in unserer kleinen Stadt. Das tut mir leid, kranke Bürger, ich weiß, aber ich kriege ja aus irgendwelchen Gründen hier immer ein riesen Minus rein und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, woran das gelegen hat. Wirklich nicht, also ich kann es jetzt gerade wirklich nur schwer begreifen, aber gut, meinetwegen haben wir wieder ein Minus von 5 Millionen Euro, woran auch immer es gelegen hat und wir können uns jetzt diesen großen Clarifa, also den großen, ja, hier sterben Leute, ich weiß, das ist doof, aber ich kann es nicht ändern, wir brauchen 3.500 Euro. So, die Monate ziehen ins Land, die Tage ziehen ins Land, wir brauchen 3.500 Euro und wir kriegen sie einfach nicht zusammen. Der Kostenapparat explodiert. Wir kriegen schon wieder ein Minus. Wir rutschen gerade schon wieder aus dem Plus ins Minus, obwohl wir horrende Steuereinnahmen haben. Was kostet hier in dieser Stadt so unfassbar viel Geld? Ganz im Ernst jetzt, das ist ja nicht mehr normal. Also, ich reduziere jetzt die Steuereinnahmen. Auf 12%. Wobei, die haben sich gerade auch noch nicht beschwert, ne? Ich lasse die jetzt einfach mal auf 14%. Nehme mir nochmal ein Darlehen, weil anders geht's ja eh nicht. Für 60.000 Euro meinetwegen. Dankeschön. Und dann muss ich mir jetzt mal erstmal diesen Clariffa dahin bauen, damit hier nicht die Leute noch mehr wegsterben, als sie jetzt ohnehin schon fehlen an Leuten, logischerweise. Das heißt, danach da und danach da. Abwasserklärung sollte jetzt kein Problem mehr sein. Das kommt jetzt wieder problemlos klar, genau. Das ist halt die umweltfreundliche Methode der Wasserklärung, da kann ich jetzt natürlich wenig dran machen. Und unsere Leute sollten jetzt auch bald weniger krank werden, nur dummerweise sind wir immer noch im Minus. Es ist ein Traum, jetzt geht es wieder ein bisschen ins Plus, klar, aber naja, gut, okay. Never mind, ich sag jetzt mal nichts dazu, lassen wir das jetzt erstmal existieren. Wir haben übrigens ein paar Problemchen in unserer kleinen Stadt.
Übrigens auch ein Grund, warum ich jetzt hier mit der Feuerwehr auch nochmal ein bisschen mehr arbeiten muss. So langsam war sicher, wenn ich mir das so angucke hier. Wenn ich jetzt hier irgendwo mal eine Feuerwehr hinklatsche, ich weiß nicht wo, da macht sie wenig kaputt von den bestehenden Industriebetrieben. Kriminalitätsrate 8%, aber es geht noch. Was natürlich ein Riesenproblem ist, ist die Gesundheitsrate. Die Leute sind jetzt durch das Abwasser krank geworden, das ist mir klar. Dennoch müssen wir uns ja jetzt irgendwie darum kümmern, dass sie wieder gesund werden, aber ohne dafür 5 Millionen Euro auszugeben. Nächster wichtiger Punkt, den ich jetzt mit den 60.000 Euro finanzieren muss und möchte, ist ganz klar Schulbildung für unsere Leute mal, so langsam aber sicher, sonst wird es peinlich. Also wir haben jetzt hier eine super Chance, mal eine Schule hinzubauen. Wir brauchen eine Grundschule, da reißt er dummerweise hier viel zu viel ab, das möchte ich nicht. Ort ist bereits belegt, da geht's nicht, da sollst du nicht so viel abreißen. Irgendwo, wo es wenig weh tut, wenn ich jetzt eine Schule hinbaue, in ein bestehendes Stadtbild, da tut's weh, da reicht's auch 3 Gebäude ab. Ist alles kacke hier. Egal, wo ich sie bauen möchte, ist kacke. Mann, ich will das nicht. Ich will das jetzt hier schön stehen haben. Dann reiße ich hier halt 5 Gebäude ab, ist mir jetzt auch egal. So, Grundschule kommt dahin und selbstverständlich auch hier unten kommt eine Grundschule hin, in dieses riesengroße Wirrwarr aus, ich weiß nicht was. Gib mir mal bitte eine Grundschule. Genau, da kommt eine Grundschule jetzt einfach hin, habe ich jetzt beschlossen. So, und dann brauchen wir selbstverständlich nicht nur Grundschule, sondern vor allen Dingen auch mal eine Oberschule irgendwo. Hier kommt natürlich auch nochmal irgendwo eine Grundschule hin. So, Leute sind glücklich. Oberschule haben wir jetzt normalerweise mit 24.000 Euro kein Geld für. Aber wenn die Leute jetzt mal ein bisschen zur Bildung gehen, dann sollte das hoffentlich bald wieder möglich sein. Kranke Bürger, gut, das hört bald wieder auf. Kranke Bürger, ja, aber Licht, ja, und Tote und alles drum und dran. Ich hoffe mal, unser Friedhof kommt noch hinterher. Ja, der hat noch genügend Platz, 9 von 10 Fahrzeugen in Betrieb. Klar, also kranke Bürger, das hört aber gleich wieder auf. Ich weise da freundlich nochmal darauf hin, das liegt jetzt an dem Abwasserproblem, was wir hier 100 Jahre hatten. Solange wir noch im Plus sind und das Plus nicht wieder sinkt, so wie es jetzt gerade sinkt, das Plus sinkt, wir gehen wieder gleich ins Minus. Also es ist ein Traum in dieser Stadt, wirklich. Irgendwas ist hier tatsächlich ziemlich daneben, aber gut. Was willst du machen? So, unsere Feuerwehr fährt 1000 Touren. Ich sperre jetzt hier gerade mal die Mülldeponie wieder. Tut mir leid, die muss leider Gottes nochmal dran glauben. Wir haben das Problem, dass wir jetzt hier Mülldeponie, ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Ach so, hat den irgendeiner versehentlich auf der Mülldeponie zwischengespeichert oder was? Ist ja furchtbar hier. So, wir brauchen mehr Einwohner. Wir müssen nicht so viele Leute haben, die sterben. Wir brauchen mehr Leute, die in diese Stadt ziehen, als sterben. Wir möchten bitte nicht aussterben. Und aus irgendwelchen Gründen sind die jetzt hier oben alle gestorben daran. Ne? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Das heißt, auch hier ganz dringend im Gesundheitswesen, wir brauchen noch einen Friedhof. Sonst kommen wir nicht hinterher. Also, Friedhof ganz wichtig. Die Frage ist, wo baut man den hin? Weil wir müssen ihn ja irgendwo unterbringen. Dummerweise haben wir in dieser Stadt keinen Platz dafür. Das heißt, ich muss jetzt hier oben mal diese Straße, so leid es mir tut, dass der Friedhof dann so kacke liegt, aber wir müssen die Straße, die jetzt hier oben herführt, erweitern. Und dann müssen wir da einen Friedhof dran setzen. Ich kann es nicht ändern. Also, hier muss ein Friedhof dran. Irgendwo muss jetzt ein Friedhof dran. Gebäude muss mir eben Straße positionieren. Was soll das denn da oben sonst sein? Gefälle zu steil. Ja, komm, weißt du was, leckt mich am Arsch. Lass die Straße stehen, ich baue jetzt hier irgendwo eine Brücke hier über den Fluss drüber und dann baue ich den Friedhof hier oben hin oder sowas. Es geht auch nicht, das ist doch alles kacke. Mensch, hier haben wir noch keine Eisenbahnstrecke, ne? Wenn ich jetzt hier den... Ja, wobei, dann ist er wieder so weit weg von den Leuten. Ist doch alles Mist hier, meine Güte. Also, hier. Wir haben leider kein Geld für Terraforming, das ist natürlich doof. Aber wenn wir jetzt die Straße abreißen... Komm, weißt du was, der Friedhof kommt jetzt da an die Straße dran. Ich kann es nicht ändern. Komm, der muss jetzt irgendwo angeschlossen werden. Und damit er hier einen möglichst kurzen Anfahrtweg hat, er ja schon, ne? Der kann da dafür vorne runter und dann ist das in Ordnung. Also, Friedhof fährt mit insgesamt 5, 6, 7, 8, 9, 10 allen Wagen, die er hat. Der hier unten übrigens auch, logischerweise, denn er muss jetzt... Das kostet natürlich Geld ohne Ende, ne? Deswegen geht unser Geld auch wieder in den Keller. Aber wir müssen ja irgendwie die Nachfrage nach Wohngebieten befriedigen. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass hier diese ganzen Verstorbenen... Warum sind die alle krank? Gib mir mal Verschmutzung. Verschmutzung. So, Verschmutzung. Wir haben keine durchschnittliche Trinkwasserverschmutzung? Warum? Die saugen doch... Warum? Oder liegt das daran, dass diese Clariffa jetzt im dreckigen Gebiet liegen? Ach du Scheiße. Ist doch traurig. Also, gut. Ich hätte ganz gerne, dass du verschoben wirst in, ja, möglichst wenig trinkwasserverschmutztes Gebiet. Das wäre dann da und du ebenfalls daneben verstellt wirst. Genau. Dann kommt, ihr werdet wieder angeschlossen, nach da und nach da. So,
Heizungs... Warum bin ich denn jetzt auf Heizung? Wie komme ich denn auf Heizung? Ich wollte da drauf. So. Ja, gut, ihr habt keine Heizung. Das ist mir doch egal. Wen interessiert eure Heizung? So, Trinkwasserverschmutzung ist weg. Die Bodenverschmutzung hat gefälligst keinen zu interessieren. Deswegen sind die vermutlich alle krank geworden und gestorben. Ist in Ordnung. Sehe ich jetzt ein. Aus irgendwelchen Gründen habe ich natürlich gar nicht drüber nachgedacht, dass das da oben ein Problem sein könnte. Wir haben so viele Verstorbene hier rum. Unsere Leichenwagen kommen nicht mehr hinterher. Gut, das ist jetzt halt leider Gottes so. Ich löse die Probleme, die wir jetzt hier oben haben, übrigens mal ganz kurz auf diese Art und Weise. Dankeschön. Das Problem ist gelöst. Und wir haben natürlich immer noch eine horrend hohe Nachfrage nach all dem Scheiß. Die muss übrigens immer noch leer, logischerweise. Aber ich kann es natürlich nicht die ganze Zeit hier irgendwie steuern. Aus irgendwelchen Gründen. Nicht genügend Wärme. Der funktioniert aber auch ohne Wärme, oder? Ja, nicht Heizung. Ich will doch nicht Heizung. Da, Wasserverfügbarkeit. Die Abwasserklärung soll funktionieren. So, nicht genügend Wärme. Laber doch keinen Bullshit, Kollege. Du hast doch Strom, das muss reichen. So, Ölkraftwerk leuchtet natürlich nicht. Beziehungsweise Stromkraftwerk. Stromkraftwerk, meine Güte, das ist Kohlekraftwerk. So, unsere Leichenwagen kriegen die Krise, weil sie mit dem Hinterherkommen gar nicht mehr hinterherkommen. Also nicht mehr damit kommen sie klar. Hier staut sich der Verkehr natürlich. Die Autos müssen schon durch LKWs durchfahren, weil sie überfordert sind. Ansonsten, klar, wir haben horrend hohe Steuern, aber das liegt jetzt einfach daran, dass es gar nicht anders ging. Und wir haben ja immerhin jetzt geschafft, dass wir uns zumindest mal wieder eine Universität können wir uns natürlich immer noch, eine Oberschule können wir uns zwar immer noch nicht leisten, aber es geht. So, da ist der erste unglücklich über Steuern. Die Steuern sind zu hoch, ja, das sehe ich ein, aber wir müssen jetzt hier erstmal irgendwie wieder eine Finanzpolitik hinkriegen, die uns Steuererleichterungen ermöglicht. Ich setze euch jetzt mal auf 12% runter. Ich hoffe mal, das funktioniert. Wir haben hier Ausgaben von 17, wir haben Einnahmen von 18. Ja, also noch hält sich das die Waage. Das ist erstmal wichtig. Selbstverständlich müssen wir auch hier oben erstmal diese ganzen verlassenen Gebäude abreißen, weil ansonsten, ne, ihr wisst Bescheid, geht's nicht voran, denn die ganzen Gebäude hier blockieren natürlich auch die Wohngebietsabteile, die jetzt hier irgendwie eventuellerweise diese Nachfrage nach Wohngebieten auffangen könnten. Klar, aber ich glaube, dass wir dann hier so langsam sicher die Chance haben, dass sich das jetzt regeneriert. Also, kranke Bürger, wir müssen uns nochmal angucken. Was haben wir denn hier für Gesundheitsprobleme? Die Gesundheitsprobleme liegen hier oben. Gut, klar. Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil hier oben mit der Verschmutzung natürlich ein Riesenproblem besteht. Das heißt, das hier oben als Wohngebiet wieder auszuweisen, war vermutlich eine doofe Idee. Ich mache das jetzt mal weg hier auf der Seite. Das hier ist bitte nur noch das Gebiet und das hier ist tatsächlich Wohngebiet und dann ist alles gut. Weg mit euch, wenn ihr krank werdet da in der Gegend, dann habt ihr da natürlich nichts von. Andere Sache natürlich, selbstverständlich, der Friedhof muss da oben bleiben, das geht nicht anders. Und unsere bisschen Klinik, die wir haben, die müssen sich natürlich jetzt erstmal um diese ganzen Leute kümmern. Das ist natürlich alles nicht so einfach, klar. Aber, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe mal, dass die im Normalbetrieb eine Durchflussrate von 25.600 haben. Ich hoffe mal, dass die hier auch normal eine Durchflussrate von 25.600. Also ob Wärme oder nicht, ist jetzt erstmal scheißegal. Das interessiert nicht. So, Steuerprobleme haben mittlerweile auch die ganz normalen Betriebe, die wir jetzt hier haben. Aber wir haben vor allen Dingen das Problem, dass wir immer noch zu wenig Leute in unserer Stadt wohnen haben. Das heißt, ich baue jetzt mal hier hinten, großzügig wie ich bin, einfach hier hinten weiter. Komm, nee, komm, hier auf der Seite macht das jetzt viel, viel mehr Sinn. Ich baue jetzt hier, oh, das wollte ich gar nicht. Ah, egal. So, also, ich baue jetzt erstmal hier oben eine weitere Straße entlang. Ich baue jetzt da eine Straße entlang. Ich baue jetzt diese Straße, die nach da dran führt. So, jetzt baue ich von da oben ausgehend von dieser Kreuzung meinetwegen nach da eine Straße. Dann baue ich von da ausgehend nach da eine Straße. Und diese Straße macht jetzt hier mal so einen Knick. Dann führt sie nach da, dann führt sie nach da unten runter. Diese steile ehemalige Flussbett runter meinetwegen. Ist mir doch egal. Soll ja noch ein bisschen aussehen natürlich. Ort ist bereits belegt, gut, klar. In dem Fall stimmt es. Von da ausgehend gibt es dann hier eine Querstraße hin. Und von da ausgehend natürlich auch nochmal eine Querstraße da dran und so weiter und so fort. Dann geht das natürlich von da ausgehend natürlich auch nochmal nach da und von da ausgehend nach da rein und von hier ausgehend nochmal nach da und so weiter und so fort. Du von da unten natürlich auch nochmal da dran, du von da unten nochmal da hoch, nach da dran und von da hoch nochmal nach da und von da runter nochmal nach nicht genügend Geld. Genau, 3, 2, 1, 2, 1, gib mir Plus. Gib mir Plus, gib mir Plus. So, meine Güte, ist doch nicht so tragisch. Dann müssen wir natürlich das Ganze erstmal als Wohngebiet ausweisen. Scheiß mal darauf, ob die eine Wasserversorgung oder ähnliches haben.
Es geht erstmal nur darum, hier Wohngebiete möglich zu machen. Das wird alles bitte Wohngebiet. Genau, Wohngebiet. So, schön Wohngebiet. Naja, ich weise auch erstmal nur die Gebiete aus, wo die Leute jetzt nicht wieder krank werden, weil sie neben einem Mülldeponie leben. Keine Sorge. Ganz so blöd bin ich noch nicht wieder geworden. Aber das weisen wir schon mal aus. Das nicht. Aber das, was jetzt hier steht, könnte man ja als Wohngebiet durchaus nutzen. Dann kommt hier selbstverständlich wieder eine Wasserversorgung runter. Die Frage ist natürlich jetzt nur, wie. Ne, wir haben jetzt hier unfassbare 1.300 € Kosten für so ein bisschen Wasser. Wobei, bis da unten hin können wir ja schon mal eine Leitung legen. Genau, dann haben wir das nämlich schon mal klargestellt. Und da müssen wir jetzt mal ganz dringend offenbar unsere Handelsdelegation auf 13, das auch mal auf 12. Das heißt, unsere Einnahmen und Ausgaben überschneiden sich bald schon wieder. Es wird kritisch, es wird kritisch. Deswegen baue ich ja jetzt hier unten so fleißig neue Wohngebiete, damit uns die Leute wieder Steuern zahlen können. Warum baut ihr eigentlich immer genau da, wo es euch am meisten selber schadet, ne? So, wir brauchen wieder einen neuen Kredit, liebe Leute. Ich weiß, wir sind da so ein bisschen im Arsch momentan. So, wir brauchen einen neuen Kredit. Den haben wir jetzt wieder gekriegt. Dann müssen wir jetzt mal eben hier erstmal die Infrastruktur bauen für unser schönes neues Wohngebiet, was wir jetzt da unten erschlossen haben. Bis da unten hin, bitte. Selbstverständlich brauchen die auch Strom. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das Kraftwerk setze ich jetzt auch wieder in Betrieb, kostet 560 €. Es ist ein bisschen problematisch gerade. Aber hier oben müsste jetzt einfach nur mal da einer bauen, dann ist alles gut. Wenn da einer baut, habt ihr alle Strom. Ja, darauf können wir vermutlich wieder nicht warten, ich weiß. Das ist doch Käse. So, müssen wir jetzt wieder für 360 eine Stromleitung bauen, damit das schon mal funktioniert. Stromversorgung steht. Die Nachfrage ist gesunken und damit haben wir das schon mal geschafft. So, Grund. Übel an der Sache ist jetzt dummerweise, warum nicht genügend Wärme? Ihr habt Strom, ihr Dämmel. Warum brauchen manche Betriebe auf einmal Wärme? Ja, die braucht. Kein anderer Betrieb in dem ganzen Gebiet hier braucht Wärme, aber der braucht Wärme. Eiswürfelfabrik, genügend Wärme. Willst du mich verarschen? Du produzierst Wärme ohne Ende. Dadurch, dass die Kühlkammer laufen lässt. Aber naja, was willst du machen? So, unsere Kosten sind natürlich immer noch furchtbar im Keller. Ich weiß nicht ganz warum, aber wir sind immer noch furchtbar im Keller. Wir bauen jetzt hier unten immer mehr Wohngebiete und ähnliches. Das heißt, damit sollte das eigentlich ertragbar sein. Aber ich denke mal, wenn wir uns das jetzt so angucken, Schallprobleme haben wir natürlich hier ganz klipp und klar. Auch hier ist der Schall irgendwie ganz hoch, weil hier fünf Autos am Tag herfahren oder sowas. Klar, aber was unsere Bildung angeht, Oberschule haben wir keine, Universität haben wir natürlich keine. Wir haben die Gebäudestufen, die können wir uns angucken, die sind alle noch vollkommen im Keller. Wir können uns hier unser Verkehrschaos angucken, die Müllversorgung oder Entsorgung eher gesagt. Müllversorgung macht möglichst keiner. 7% Kriminalitätsrate ist in Ordnung. Aus- und eingehende Verbindungen natürlich auch. Und wenn wir uns den Bodenrichtwert angucken, ist der überall erstmal in Ordnung. Großes Problem ist klar, wir brauchen irgendwann mal mehr Wirtschaftsleistung und das können wir am besten dadurch erzielen, dass wir irgendwann vielleicht mal ein bisschen mehr auf Forstwirtschaft gehen. Wir haben hier ein Gebiet ausgewiesen, was eventuell tatsächlich noch ganz große Kosten momentan produziert. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Stromverbrauchregelung rausnehme, habe ich natürlich einen ganz großen Vorteil. Andererseits habe ich einen großen Nachteil dadurch, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt diesen Dings rausnehme, ich nehme jetzt Stromverbrauch mal aus der Richtlinie raus. Ich gucke mal gerade, ob unser Stromverbrauch dann tatsächlich explodiert. Könnte gut sein, dass der Stromverbrauch nicht mehr hinterherkommt. Hier übrigens nebenbei, die Leitung ist jetzt mittlerweile wieder überflüssig. Da hat jetzt mal einer gebaut. Aber das heißt, wenn wir uns jetzt da ein bisschen Geld wieder durch einsparen, ist natürlich super. Klar, aber erstmal müssen wir jetzt hier diese Wirtschaftsleistung wieder ans Laufen kriegen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Kriminalitätsrate ist natürlich auch noch ein Problem, aber mit 21.000 € baue ich, glaube ich, gleich besser mal eine Oberschule. Da haben wir alle mehr von. Steuertechnisch können wir eine Erleichterung bieten momentan an die Gewerbegebiete. Und natürlich andererseits müssen wir jetzt erstmal ganz, ganz viel Geld ausgeben in Bildung. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal irgendwo so eine wunderschöne Oberschule hin. Ist mir doch egal, da kommt die jetzt hin. Haben wir natürlich ganz viel Geld wieder ausgegeben. Hauptsache, unsere Leute werden glücklich und können zur Schule gehen. Das heißt, die sind höher gebildet und nutzen dann natürlich auch ein bisschen weniger Probleme in dieser Stadt oder produzieren weniger Probleme in dieser Stadt. Ja, hier das, mit der Heizwärme da, das ignorieren wir am besten einfach mal ein bisschen. Und man hört schon, die Gebäude explodieren vor Freude. Zumindest stückweise. Und können sich dann natürlich auch weiterentwickeln. Eieieiei, natürlich. Schulbildung ist natürlich wichtig, sonst wird das hier in dieser Stadt ein bisschen problematisch. Wir haben natürlich immer noch das Problem, dass wir jetzt hier unsere Kriminalitätsrate so hoch haben. Eine Polizeiwache für 12.000 ist, denke ich mal, beim jetzigen Plus gut drin. Die sollten wir vielleicht tatsächlich mal bauen.
damit das hier besser wird. Wobei, naja, 5%, die ist jetzt wieder in Ordnung. Vielleicht dann doch eher wieder in Feuersicherheit an der Straße da oben investieren. Das heißt, da könnte nochmal eine Feuerwache hin. Die macht das alles nur besser. Und wenn wir uns jetzt hier so angucken, was wir für ein Krankheitssystem haben oder ein Gesundheitssystem. Klar, das ist natürlich auch immer noch im Problematiko. Die Mülldeponie hier vorne, die entleert sich immer noch. Das ist gut, das freut mich. Der Friedhof, der da vorne steht, der hat jetzt natürlich 87 Tote drin. Der wird jetzt natürlich in naher Zukunft wieder abgeschaltet und dafür wird alles hier unten rein verfrachtet. Das ist so das Ziel. Das soll so werden. Und was die hier mit ihrer Fernwärme haben, weiß ich auch nicht. Ich lasse die jetzt einfach mal da stehen mit ihrem Symbol. Irgendwann können wir das mit Sicherheit mal fixen, aber das dauert natürlich auch noch ein bisschen. So, meine Güte, ey, das ist doch alles ein bisschen kritisch geworden hier so langsam. Ja, die Mülldeponien haben leider Gottes mit 99% auch schon wieder ihr Maximum erreicht. Ich hätte ganz gerne irgendwann mal 6.000 Euro, das heißt, noch eine Mülldeponie bauen möchte ich nicht. Sondern die, die jetzt von da oben kommen, die sind natürlich jetzt zack, ausgeschaltet. Die macht jetzt schon mal keinen Kostenzuwachs mehr. Die hier oben wird immer noch entleert. 35% alle Müllfahrzeuge sind in Verwendung. Die sollen natürlich auch dafür sorgen, dass die jetzt hier unten... die sorgen natürlich dafür, dass die jetzt alle voll werden hier. Ich habe aber die positive Meinung, dass wir bald genügend Einwohner haben, um das in den Griff zu kriegen. Und ich denke mal, dann können wir mit einer Müllverbrennungsanlage das Problem schon wieder lösen. So, liebe Leute. Ich würde aber sagen, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich unser kleines Dorf, was wir jetzt hier so auf dieser Halbinsel gebaut haben, mal kurzzeitig wollen, vielleicht klingt das besser. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin mache ich jetzt hier erstmal so ein schönes Standbild und so sieht unser Dorf doch ganz, ganz friedlich aus. Ja, bis dahin wünsche ich euch natürlich noch einen recht schönen guten Nachmittag und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.